Oh, ein Gegner. Oh, was Frostiges. Dann brenn mal schön. Oh, ich habe vergessen, die ganze... Ah, ich konnte die noch im Nachhinein anpinkeln. Okay. Oh, Zeit hat ein bisschen gefehlt, aber gut. Naja, ja, ne, eine neue Gegnerart. Okay, den Stein können wir nicht zersäbeln. Aber jetzt müssten wir auf jeden Fall... Das hier? Nein, das kriegen wir immer noch nicht kaputt. Okay. So viel dazu. Aber hallo, Bär. Magst du Fisch? Ja. Da haut der Bär in den Fisch rein. Damit müssten wir das letzte Tier von der Tierliste haben. Sind wenigstens Katzen nicht die einzigen, die nur Fisch essen? Ach Gott, ja, das muss ich auch noch irgendwann mal machen. Nach Webcare, okay. Ich will auch mal zu dem Katzenturm zurück und da die Katzen. Ah, das war daneben. So, mal gucken, was ist hier unten. Ach Gott, so einer. Tag Flachkopf, oder wie du auch mal heißt. Bist du wieder ein böser Flachkopf? Blockkopf. Gaha, ich bin Blockkopf. Ich bewahre diesen Ort, sodass alle passieren können. Warte, das sollte heißen, sodass niemand passieren kann. Ich tue schon wieder, der ist so nie, oder? Aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, du gibst nie auf. Weißer Dämon des Todes, du hast es bis hierher geschafft. Im Namen des Clans der Blockköpfe werde ich Blockkopf Grande, der stärkste von unserem Clan, dich aufhalten. Blockkopf Grande. Ich weiß von deinen tödlichen Fähigkeiten, sie waren das Ende für meine Brüder und ich habe dich nicht unterschätzt. Ich habe täglich trainiert, um mich auf den Tag deiner Ankunft vorzubereiten. Mein Körper ist so hart wie Stahl. Ich fordere dich auf, irgendwelche Schwachpunkte zu finden. Komm schon. Schlag meinen felsenharten Körper so stark, wie du nur kannst. Es wird uns ein Vergnügen sein, aber lass mich dich eine Sache fragen. Wie kommt es, dass ihr Typen niemals in die Offensive geht? Ich meine, wie hoffst du, jemals gewinnen zu können? Der Plan der Blockköpfe würde niemals auf so rüpelhaftes Benehmen zurückgreifen. Steck die Prügel ein, da zahle es zurück. Das ist die Philosophie meines Clans. Nun, die Zeit des Redens ist vorbei. Komm, schlag mich, wenn du dich traust. Dumm, die dumm. Ja, wir haben jetzt irgendwo einen Baum aufblühen lassen.
Boah, echt, ey. Ja, das ist die wahre Macht des weißen Dämon des Todes. Wie enttäuschend. Wow. Nein, das war auch wieder falsch. Ja, das sind so viele Punkte, die kann man sich kaum merken. Ah, wisst ihr, was ich mal machen könnte? Erstens mein Leben um eins mal steigern. Da fehlt mir nur noch eine Pinselschriftrolle. Bestiarium kann ich mal kurz nachgucken. Einmal Namahage. Jeder, der vom tiefsten Schnee bedeckt, der das vom tiefen Schnee bedeckte Land sieht, sei gewarnt. Diese Namahagen verstecken sich unter dem Schnee und fangen so ihre Opfer. Wenn du vor ihnen fliehst, dann klatsche einmal und mache einen Schritt zurück. Sie fliehen, wenn sie die Quelle des Geräuschs nicht sehen können. Okay. Regenschirm Namahage. Legende erzählen von fliegenden Namahage, die meistens mit Regenschirm gezeigt werden. Eine Geschichte ist über einen Mann, der während eines Schneesturms angegriffen wurde. Er sagte, es sei zu windig für Namahage, um draußen zu fliegen. Als sie das hörten, verließen die Namahage beschämt den Schauplatz. Wir können annehmen, dass sie sich nicht raustrauen, wenn es windig ist. Mhm. Der Kanonen-Namahage ist wirklich eine seltsame Bestie. Sie kümmern sich nicht um die Faulen, sondern schwimmen stattdessen kreischend und bellend auf die Feiglinge zu, um sich ihren Opfern ein wenig Mut durch Angst einzujagen. Man könnte sagen, sie sind den Umständen entsprechend sogar nett. Und zu guter Letzt, Iglo-Schildkröte. Ein Strohregenmantel, der von Oroshis dunklen Kräften verwandelt wurde. Sein Körper ähnelt einer Schneehütte, aber es gibt kein wärmendes Feuer darin. Der flammende Schwanz ist eine Erinnerung an die allgegenwärtige bittere Kälte. Sie ist dafür bekannt, dass sie Reisende in ihr Inneres lockt, wo sie bald erfrieren. Lass die Schneehütte mit Feuer schmelzen, wenn du eine Chance gegen sie haben möchtest. Mhm. Jo, Bestarium. Techniken. Ja, da fehlt uns noch eine Technikrolle. Hier fehlt uns noch eine. Hey, so wie das aussieht, haben wir fast alles. Uns fehlen noch die beiden Technikrollen. Also die Fünf-Winde-Technik für die Spiegel und die Gebetsperlentechnik, weil das hier haben wir ja schon. Dann fehlt uns noch die Gebetsperlen-Buff-Technik hier. Reposte haben wir gelernt. Sturkopf, das heißt, wir haben fast alles. Und auch der Tierliste haben wir den Bären. Diese mächtigen Riesen nehmen nichts mehr als Fisch. Mhm. Damit haben wir die Tierliste, also jedenfalls alle Tiere auf der Tierliste mal gefunden. Aber komplett haben wir sie noch nicht. Es fehlen noch Spatzen, es fehlen noch Hunde. Ein paar Hasen fehlen noch. Viele Waschbären. Mäuse fehlen vor allen Dingen noch. Und natürlich die Bären fehlen. So. Nein, das war wieder falsch. Nein. Es ist auch teilweise schwierig, die genauen Stellen zu treffen.
Aber sich dann auch noch zu merken, in welcher Reihenfolge und wo. Nein. Vor allem, es geht so schnell und es sind so viele. Es war sicherlich wieder daneben. Nein, das war wieder falsch. Weil ich habe gerade gesehen, es leuchten dann immer die richtigen Stellen auf. Nochmal, das war mir jetzt wieder zu schnell, nämlich. Es scheint gar nicht um die Reihenfolge zu gehen, es geht nur darum, alle zu treffen. Na, das war auch nicht ganz richtig. Nein. Au, da hat uns sogar getroffen mal. Ah, das dürfte ich jetzt aber vielleicht hinkriegen. Nein, ich habe wieder nicht richtig getroffen. Weißt du was, ich punkte dich jetzt einfach voll. Du musst mir bemerken, wie viele es überhaupt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, 8 waren es jetzt. Oder 9. Hm.
Also auf seine Laterne bringt es auch nichts zu gehen. Nein, er verhöhnt mich immer noch nur. Ich glaube, ich kann das mal aufgeben. Der Blockkopf ist mir gerade etwas zu hoch. Dafür ist meine Reaktionszeit heute nicht sonderlich gut. Oh, hier sind jede Menge Bären. Ihr habt den Fischfutter. Das skippen wir, weil das hatten wir gerade eben erst. Oi, ein Teufelstor. Mal wieder eins. Ah, ist da was? Das sieht wie ein Durchgang aus, aber da kommt man nicht rein. Eisschafe. Vielleicht habe ich Trümpfutter. Noch ein Teufelstor. Oh, noch eine Amaterasu-Statue. Yay. Hier stand aber über irgendwo jemand am Ufer. Genau. Oh, ein Händler. Händler. Oh, hallo Wolf. Ich hatte gedacht, dass ich mich in diesem Schneesturm nicht viel verkaufe. Das sieht so aus, als hätte ich recht. Ich schätze ein Tier wie du, kannst dich nicht verstehen. Aber es ist schwer, in diesem Schnee Handel zu treiben. Und dabei noch auf Monster aufzupassen. Aber das Problem ist, ich kann nicht einfach weggehen. Einige Leute brauchen mich. Kannst du dir das vorstellen, wie hart das ist, wenn du ein Funkenblätter mit Berserker Kauf warst? Ja, nur was? Fünf Stück von denen vielleicht, aber du hast wieder keinen Goldstab. Also sorry, Kumpel. Komm, ich will dich anschiffen. Und die erinnert mich ein bisschen an die Gitarrenspieler. Oh, Trommelmann. So, scheinbar bringt es was, ihn abzufackeln. Allerdings keine Dämonenzähne. Schade.
So, jetzt ist hier eine Meerjungfrauenquelle aufgetaucht. Oh. Schön.